Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Easter Eggs in Videospielen. Eigentlich wollte ich diese Folge mehr Easter Eggs zeigen, da es aber leider zeitlich nicht geklappt hat. Und da die Woche die Gamescom ist, beziehungsweise war, habe ich mir dort einige Streams angeschaut, wo neue Spiele gezeigt wurden. Deswegen verzeiht mir, wenn diese Folge nicht so lang ist. Die nächste Folge wird aber hoffentlich wieder ganz normal ablaufen. Fangen wir mit einem Spiel an, was ich erst dieses Jahr gespielt habe, Schande über mich, und beendet habe. Los geht's. Es ist Mass Effect in der Legendary Edition, die 2021 rauskam. Die Remastered Edition beinhaltet alle drei Teile und alle DLCs. Ich habe sehr viele Empfehlungen für das Spiel bekommen. Von alleine hätte ich das Spiel, glaube ich, nämlich nicht gespielt, da es an und für sich eigentlich nicht mein Setting ist. Dazu aber später mehr in dem Top-Flop-Video diesen Jahres, wo ich meine Highlights und Flops, die ich dieses Jahr gespielt habe, zusammenfasse. Dies mache ich schon seit 3 Jahren und sind auch die einzigen Videos, die ich von damals öffentlich habe. Wer sie noch nicht kennt, schaut gerne mal vorbei. Aber zurück zu Mass Effect. Um genau zu sein, Mass Effect 3. Direkt am Anfang landest du auf dem Mars. Beim Aussteigen auf der linken Seite kannst du Solarpaneele sehen oder was auch immer das sein soll. Wenn du sie nun in einer bestimmten Reihenfolge abläufst, taucht von hinten dieser kleine niedliche Mars Rover auf, der dir zunickt. Sherlock Holmes Chapter 1 ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Remake vom Entwickler Rockwares. Das Spiel erzählt die Geschichte neu von dem jungen Sherlock Holmes, der nach dem Tod seiner Mutter ein Geheimnis im Haus seiner Familie auf der Mittelmeerinsel Cortona untersucht. Ebenfalls ist es der erste Titel der Reihe, der eine Open World beinhaltet, was laut meinen Recherchen vom Entwickler eher mittelmäßig gelungen ist. Chapter 1 glänzt mit der Unreal Engine 4 und soll das schnellste verkaufteste Spiel der Serie sein. Ein Easter Egg ist auch mit an Bord, nämlich im Hotel im ersten Stockwerk kannst du auf ein Gemälde jemanden ganz bestimmtes wiedererkennen. Wow, what a breathtaking man. Zu sehen ist einer der bodenständigsten Schauspieler auf diesem Planeten, nämlich Keanu Reeves. Of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Life is Strange 2 erzählt die Geschichte der Brüder Sean und Daniel, die nach einem dramatischen Ereignis auf der Flucht sind und sich auf den Weg machen nach Mexiko. Wie in der Life is Strange Serie bekannt, muss man hier auch wieder wichtige Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, ob man eine Packung Kekse oder eine Tüte Chips auf die Reise mitnimmt. You're coming with me. In circa 2 Monaten kommt auch schon der 4. Hauptteil der Serie, der auf den Namen Life is Strange Double Exposure hört, wo man wieder die gute Max Caulfield aus Teil 1 spielen kann. Ich persönlich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass es auch dort wieder Easter Eggs gibt. In Teil 2 hingegen gibt es ein paar. Nämlich direkt in Episode 1, wenn du mit deinem Bruder in den Wald angekommen bist, gibt es dort einen Baum, der von einem Pilz befallen ist. You see that? Looks like a clicker. Creepy. Stop it. Dieser Pilz ist eine Referenz zu den Menschen, die mit dem Cordyceps-Pilz infiziert sind, die auf den Namen Clicker hören, aus dem Spiel bzw. Serie The Last of Us. Ein Stückchen weiter an der Tankstelle kannst du bei diesem Auto am Armaturenbrett einen bekannten Sticker sehen. Dies ist die Hündin Kabusu, die zu einem Internet-Meme wurde, wo sie unter anderem das Logo der Kryptowährung Dogecoin wurde. Am 24. Mai diesen Jahres ist sie leider verstorben. Zu guter Letzt kannst du an der Tankstelle auf ein Poster eine bekannte Kettensäge finden. I'm on it, Hillbilly. Diese gehört Ash Williams aus dem Film Tanz der Teufel bzw. Evil Dead. Auf dem Poster unten steht ebenfalls Call Sam Air, damit ist der Director des Films gemeint, Sam Raimi. Danke. Sieh dir das an.
Rise of the Tomb Raider ist ein Action-Adventure-Spiel, in dem man die Archäologin Lara Croft spielt, die nach der verlorenen Stadt Kitesh und dem Geheimnis der Unsterblichkeit sucht. Ihre Reise führt sie unter anderem in die warmen, sandigen Landschaften Syriens oder in die eisigen Weiten Sibiriens, wo sie sich gegen die feindliche Organisation namens Trinity abermals behaupten muss. Wenn du das Spiel einmal komplett durchgespielt hast und erneut nach Syrien reist, kannst du an dieser Stelle ein Schwert finden, was vorher nicht da war. Es ist das Schwert des Soulreaver vom hauseigenen Spiel Legacy of Kain. Und das war es auch für heute. Wie gesagt, heute eine kleinere Folge. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ich verabschiede mich. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.